Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Let's Play. Ja, ich habe mir gerade hier das gute alte Van Helsing geholt. Der neue Teil 2, auf den ich mich schon sehr, sehr lange freue, ist jetzt endlich da und ich denke, wir spielen den einfach mal gemeinsam. Ich habe hier auch, ne, falls ihr das Ganze jetzt auf YouTube anschaut, dürft ihr euch nicht wundern, dass zwischendurch irgendwelche komischen Fenster kommen oder ähnliche Informationen. Liegt einfach daran, wir spielen es auch gleichzeitig live hier auf Twitch. Und ja, als erstes mal müssen wir natürlich unseren neuen Charakter hier erstellen. Bin recht gespannt. Wir nehmen, was ist der Unterschied zwischen Veteran und Normal hier? Create new or from the previous game. Wäre natürlich toll, wenn ich meinen alten Charakter da nochmal irgendwie herziehen könnte. Aber leider habe ich das Spiel natürlich irgendwann deinstalliert. Ist dann natürlich blöd, deswegen beginnen wir einfach auf Level 1. Es gibt jetzt auch verschiedene Klassen hier. Der sieht blöd aus. Wäre cool, so einen Mage zu machen. Mache ich ja eigentlich auch gerne, gerade in RPGs. Aber ich glaube, gute alte Hunter mit Schwertern und mit der Waffe, der gefällt mir, glaube ich, am besten. Wir spielen normal, nicht Hardcore. Was sind denn die anderen? Das sieht ja klasse aus. Okay, und der Name ist logischerweise Tails. Wir createn unseren Charakter und starten in Level 1. Ah, es gibt jetzt auch einen Multiplayer. Klasse. Ich würde aber sagen, wir nehmen den normalen. Läuft da gerade eine Kuh hier durchs Bild? Da läuft eine Kuh durchs Bild. Bin ich hier in Indien oder? Okay. Options. Ah, ich kann auch. Ah, ich muss nochmal starten. Nein! Okay. Was gibt es sonst noch? Audio sieht soweit ganz gut aus. Ich glaube, von der Lautstärke her geht es auch fast. Oder gehe ich noch ein bisschen runter? Ich höre es recht laut hier im Hintergrund, aber ich hoffe, es geht von der Lautstärke her. Wir probieren es einfach mal aus. Ansonsten, die Musik muss ja auch nicht ganz so laut sein. Dann können wir es auch in diesem Muster machen. So, Video-Subtitles sind drin, In-Game-Subtitles sind drin. Passt alles soweit. Ja, dann beenden wir das Spiel nochmal ganz kurz und starten wir es nochmal. In der Hoffnung, dass wir damit jetzt dann ein besseres Ergebnis kriegen. So, ich würde mir das nach der ersten Folge dann auch mal anschauen und gegebenenfalls zur Not dürft ihr auch gerne im Chat auch sagen, wenn es irgendwie von der Lautstärke her, wenn der Ingame-Sound zu leise oder zu laut ist, wäre mir dann eine große Hilfe. Aber klar, wir haben jetzt mitten in der Nacht hier jetzt gerade, da ist es natürlich auch immer ein bisschen blöd. Wir starten nochmal. Jetzt kommt ein Licht. Finde ich blöd, dass es erst, wenn es richtig lädt, hier das Bild nochmal angezeigt wird. Gut, jetzt ist das Ganze hier auf Deutsch. Feindliche Lebenspunkte, Hut ausblenden. Nee, ist gut. Kein Blut? Und vor allem, wieso gibt's. Ach nee, gibt's noch. Feindliche LP? Ja, ist soweit okay. Wir starten mit der Story. Ich bin gespannt. My name is Van Helsing, and I'm a monster hunter. You Nein. could call it a twist of fate that I came to Borgovia to help the monsters who once ruled this land. Although it took a while to reach my destination, at least the detour gave me an opportunity to explore the wilderness. At times, I was really grateful that I had my companion, Lady Katarina, at my side. I wouldn't want her to hear that, though. For a ghost, she can be remarkably vain. And murderous. Borgovia is a fascinating land, at least from a hunter's perspective. Also, this is the only place where the ink, the dark material of creation, leaks through the cracks of the world. A long time ago, my father defeated Borgovia's immortal vampire lords and entrusted the land to a group of genius scientists. During our travels, we slowly began to suspect that it must have been a mistake.
when we entered the dark city of Borgova, it became evident that the new age of enlightenment had only brought chaos and mayhem. I did what I had to do. I found my father's underground lair and gathered the members of the resistance, the rebellious mortals and immortals fighting together. And how we fought. It was glorious. We battled impossible creatures. We repelled tides of inhuman invaders. And I wouldn't rest until I defeated the last mad scientist, Professor Fulmigati. He even had a proper doomsday automaton. Honestly, it was a hunter's dream come true. But as it turns out, winning the grand battle sometimes opens up a brand new adventure. Oh, da bin ich auch gespannt, ob es wieder so viel Steampunk gibt. So, ich stelle kurz die Lautstärke wieder runter. So, das ist blöd, dass es hierfür keine Einstellung irgendwie gibt, dass ich das hier direkt irgendwie im auf meiner J15 irgendwie machen kann. Wir warten noch, bis der Ladebildschirm fertig ist. General Harker has returned. Commander promises peace in chaos. Now that's what I call an explosion! It blew us straight into the tunnels, Van Helsing! Van Helsing? No, don't you die on me! I'm too young to haunt the same place for eternity! That's touching, Katarina. Don't give up. You have just defeated your first villain. You have so many things ahead of you. I'm not dying. I'm just stuck. What is this? Who are you? Stay back! Move aside. I'm warning you. You're powerless for the moment. Please move aside. Well, that was fun, Katarina. What's going on? Who is this? Is it a man? A troublesome intruder. He just appeared out of nowhere and... And humbly gave my assistance to Van Helsing, the great liberator of Borgova. Do I know you? Hurry up. This structure may collapse at any moment. How rude. What kind of savior does that? That's the least of our concerns. He's right. The building is crumbling. We must leave. Oh, wir müssen abhauen. Have you seen my equipment around here? Some of your things are scattered on the other side of the hall. Okay, es waren wieder Klicks hier. Wir schauen mal, was wir... Ah, hier im Geröll. So, wir haben einen neuen Gegenstand. Ja klar, unser Hut, der ist am wichtigsten. Unsere Rüstung. Wie sieht das aus? Kann ich ja auch sehen, welches... Ah, okay, so. So, gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Ah, hier, noch ein Geröll. And finally, you look the part. It's not the equipment that makes the hunter. You know that, right? But it can't hurt when you're facing down a horde. Die Kommentare von der Katarina sind absolut klasse. Wir haben auch wieder die Heilung. Und wir bekommen gleich zu Beginn hier unser Versteck, oder? Gleich im ersten Moment hier Kettensägenmonster. Na, wenn das nicht schön ist. Und natürlich kämpft unsere Katarina auch mal wieder mit. Oder R drücken. Na dann.
Nein, ich gehe lieber in Nahkampf über. Jetzt geht es noch ohne Probleme, später natürlich ist es mir dann lieber, wenn ich wieder so typische Fernkämpfer spiele. Nach dem alten Muster hier anhauen, umhauen, abhauen. You made it out. Good. You will find an ink gate at the end of the next hallway. It will take you to your secret lair. Hold on. First I want to know who you are. And perhaps you could explain why you are so helpful. I always find that suspicious in a masked creature. The mask hides deformations and the scars. The reminders of years of captivity in a lab. You were a test subject? Fulmigadi's favorite. Once a powerful being, now only a husk of my former self. Until your heroic deeds brought chaos to the prison. And so I escaped. You're doing this out of gratitude? And revenge. Though the professor is dead, his heritage and his allies still remain. This tortured soul wants them to suffer. So you're proposing? I must take my leave. We'll talk more later. Oh, was hat er? Ich glaube, er hat trotzdem irgendwas im Schilde. And the way he talks, annoying. I'm sure he'll return. Let's go. Können wir ihm da vertrauen? Sind Punkte verfügbar im Stufenausstieg? Okay, also wir können hier wieder unsere unsere Waffe. Können wir weiter aufbauen? Aktive Fertigkeit. Wir können einen schweren Hieb reinsetzen. Oder wir können das Ganze jetzt erstmal ein bisschen. Oder wir gehen wieder auf den okkulten Jäger. Was haben wir hier? Trifft. Na, nehmen wir das mal weg. Lässt Blitze die Feinde in der Nähe. Okay, das ist natürlich auch nicht schlecht. Hier sind wieder unsere Heilfähigkeiten. Die werden wir natürlich nachher auch wieder öfters brauchen. Ich möchte ein bisschen Tränke sparen. Kann ich hier schon auf diesen hier? Okay, weil der klingt eigentlich nicht schlecht, gerade wenn wir in Gruppen wieder nachher stehen. Sollte das eigentlich schöne Möglichkeiten geben. Okay, wir haben geskillt. Und haben, ach, den kriege ich, den Blitzschlag kriege ich nur mit, okay, verstanden. Wir gehen erstmal auf 1. Willenskraft brauchen wir jetzt am Anfang noch gar nicht so, deswegen skill ich mal in alles andere ein bisschen rein. Ich werde mich wahrscheinlich eh wieder skillen, ich kenne mich da gut. Lagen hier nicht noch irgendwelche Tränke? Ich drück mal G. Ja, aber hier kann man noch ein bisschen was. Holen. Ah, hier, Aufzug. Mindless mechanical fiends. I've had enough of you. Die. Diese gelbe Substanz in deiner Wut ist deine Wutquelle. Sie wird verwendet, um deine Angriffe zu verbessern. Verwende Wut mit der Leertaste. Power-Up-Fertigkeiten. Immer wenn du Wut einsetzt, bekommt dein nächster Angriff Effekte wie Verlangsamen, Betäubung, zusätzliche Schaden und so weiter. Nutze dies so oft es geht. Okay. Oh.
Okay, ich muss es noch ein bisschen üben. Oh, das war echt schlecht. Ich dachte, ich sterbe jetzt hier. Aber Gott sei Dank gab es die Heilung hier noch. Gibt es hier noch irgendwas? Oh, eine Schatzkiste. Dankeschön. Da hinten ist ein Fass. Ich bin immer ganz ein bisschen. Ich schaue mir das sehr, sehr gerne an. Und dann steigen wir in das erste Tintenfass. Die waren ja meistens im ersten Teil immer noch. Ist es mich? Oder hat unser secret lair changed quite a bit? Ja klar, wir fangen jetzt wieder von Anfang an. Humans! They must have used the Inkgate too. Now they're trapped here like us. Good. I'm hungry. I'm hungry. Na, das wollen wir doch mal sehen, wie cool hier. Oh Gott sei Dank, ich brauche endlich mal hier eine bessere Waffe. Your servant begs your pardon for bringing bad news, but there could be problems. Na klar gibt's Probleme. This place has a powerful device, a marvel of weird science. It binds this patch of the ink into a loop that won't let anyone escape. You seem to be able to come and go as you please. I have a particularly strong connection to the ink. The one thing my captors weren't able to take away. Then get us out. Take us with you. That's beyond this one's powers. But a temporary portal could take you close to the device. Once you defeat its guardians, we can disable it. Why should I trust you? Trust is overrated. You can take that on trust. The portal will remain active until you leave this area. I don't trust that humble creature. I bet we could find a way out of this room on our own. Na, Katrina ist aufgestiegen. Was können wir mit ihr machen? Bei ihr brauchen wir wieder besonders... ich möchte sie wieder als Nahkämpfer einsetzen. Deswegen gehe ich da sehr, sehr stark auf Stärke. Nachher müssen wir natürlich noch einiges in Geschicklichkeit gehen. Aber wenn sie jetzt hier auch mal ein bisschen halt eben ja, mehr austeilen kann, wäre schön. So. Ein Langschwert. Inventory. Es macht mehr Schaden. Dann ziehen wir das doch gleich mal an. Komme ich hier durch? Nee, wir müssen durch das Tintentor wohl offenbar durch. Dahin gibt es auch nichts mehr. Okay. Oh, und da kommen schon unsere Freunde hier. Die Kettensägen, die uns. Wie schalte ich denn hier? Ach, Waffe wechseln mit R. Okay. Dann schauen wir nämlich hier mal, dass wir mal ein bisschen auf Fernkampf gehen. Was ist hier unten? Ach, da geht's. Gürtel. Dankeschön, dass er den fallen gelassen hat. Einmal auch noch magisch. Was hat er denn für eine schöne Eigenschaft? Basiszorn plus 1. Coming, Van Helsing.
you may find that your work is far from done. When is it ever? Fulmigadi's army has withdrawn. Somebody is calling them back. They are still a chaotic mess, but they will regroup. Jemand will euch am Somebody Boden sehen. Wants to see you fall. Nothing new about that. Oh. An alliance is what you need. This tormented body is no longer able to fight. But my powers allow me to discover secrets. I can be your master spy, and you can let me have retribution. But if we're to be allies, at least tell me your name. A name? Yes, I used to have one, but that person was killed a long time ago. Okay, Nummer 7. This wretched ruin of a man standing here is merely called Prisoner 7. Okay. He is the most impolite, mysterious stranger ever. And that whole doom and gloom attitude, can you believe it? I don't know. He might be right. Something's up. I can feel it. Also, mein neuer Verbündeter, Gefangener Nummer 7, half mir dabei, nach Hause zu finden. Er überbrachte mir auch schlimme Neuigkeiten. Eine neue Bedrohung zieht am Horizont auf und ich muss mich darauf vorbereiten. Das bedeutet dann wohl keine Pause für den Helden. Ja, wäre ja auch ziemlich langweilig. So, schauen wir hier nochmal nach. Da geht's zum Geheimversteck. Gibt es hier noch was? Ah, hier nochmal die Schatzkiste. Da oben gibt's nichts. Ja, dann auf zum Geheimversteck. It all seems so simple. Defeat the mad scientist and ride into the sunset. But sometimes victory leaves you buried under the ruins. I was lucky. Someone saved me. For a change, I'm not the only mysterious stranger in town. But weeks have passed, and the metropolis of weird science is still waiting for its own savior. Outlaws and escaped monsters roam the streets. The resistance is too weak. So someone else decided to take matters into his own hands. General Harker, the military genius of the city, came back from his exile. He gathered the rest of the disorganized army. His forces are a chaotic mess of weird machines, so far. But they're slowly clearing out the streets. He might not have seen eye to eye with Fulmigadi, but he regards me and the resistance as a threat to the city. A coalition of monsters and troublemakers. As a hunter, I won't tolerate others hunting me. Finde ich cool, das I'm ready to fight. I have an underground lair, new soldiers, and my new mysterious ally. I'm quite used to unlikely companions, but Prisoner 7 is the most unusual so far. A former test subject of the mad scientists, master of the ink. He's certainly helpful, but I don't know what to make of him. Now he can prove his worth. Harker's troops are on the move. They want to control the foundries so he can build more war machines. We will stop them in the sizzling, clanking heart of Borgova. Let the battle begin. Let the battle begin. Okay. Ja, das schien das Ganze halt eben jetzt hier das Tutorial so zu sein, dass wir uns ein bisschen ins Spiel einfinden können. War jetzt schon sehr interessant. Aber wie es konkret weitergeht und was es sich mit Gefangener Nummer 7 jetzt hier auf sich hat, das werden wir dann morgen in einer neuen Folge sehen. Ich bin schon sehr, sehr gespannt drauf. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und ja, bis morgen dann. Ciao! Katharina, shouldn't you help me out with this? What? I have this strange feeling of déjà vu. So, jetzt sind wir aber weg. Ah, nee, es geht doch weiter. General Harker has deployed the Grand Mortars.
They're bombarding you with rift shells. Each shell opens an ink gate, so his soldiers have already got through your defenses. And why should we trust you, you enigmatic, faceless man? Your humble ally is here to help you, as he promised. You must clear this whole area before they run you down. How annoying is that? Also, wir haben die neue Aufgabe, schalte die Spionageeinheiten auf. Na, geht's noch? Also, jetzt machen wir kurz Pause. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen dann zu einer neuen Runde. Bis dann!